Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Ja, wir fahren hier weiter. Ich habe jetzt ein neues Aufnahmeprogramm, nämlich OBS. Ich werde das jetzt zuerst einmal ausprobieren. Dieses Programm. Und jetzt muss ich kurz schauen, wie es hier mit Kursplay aussieht. Wir haben hier Feld 12 zu PGA. Ich habe auf einem anderen Spielstand selbst ein bisschen ausprobiert. Also wir haben hier, führen hier mal ein paar Kurse zusammen von Feld 12 zu PGA. Einfach zu Fahrschule Silo 1 hinzufügen und PGA Feld 12. Dann machen wir hier Drescher abtanken, Drescher finden, automatisch finden. Das wäre dieser. Jetzt probieren wir das gerade einmal. Da schalten wir noch das Auge ein. Kurz schauen, ob das funktioniert. Ja, wir sind. Ich kann mal schnell schauen, ob wir hier jetzt so Drescher rufen können. Können wir natürlich nicht. Da hier können wir noch der Gülle können wir noch starten mit, oder der kann noch fertig güllen hier. Nicht sofort abfahren. Ja, wir lassen ihn mal kurz leeren gehen und schalten halt hier kurz den Helfer aus, bis er geleert hat. Und dann können wir hier gleich mit Flügen beginnen. Oder wir müssen vielleicht gar nicht fliegen. Nein, wir würde ich sagen, dann gruppern wir dort einmal. Ja, ich habe jetzt ein Weilchen geübt mit dem Einrichten des Aufnahmeprogramms. Das hat jetzt funktioniert und hier hat er sich irgendwie festgefahren. Schnell schauen, ob hier etwas mit dem Kurs nicht stimmt. Aber das alles stimmt. Sonst irgendwie, dass er vielleicht ein bisschen zu schnell gefahren ist. Und da mache ich es hier selbst noch nicht gut. Ja, ich weiß es. So. Jetzt gehen wir in dem Fall kurz auf Geschwindigkeit. Wir machen das wie beim Einfahren. So, jetzt sollte er genau gleich fahren mit den Geschwindigkeiten wie beim Einfahren. Ich habe ja beim Ausprobieren herausgefunden, dass ich manchmal, wenn er irgendwie zu schnell unterwegs war, hat er zwischendurch Probleme gehabt, weil er nicht um eine Kurve gekommen ist. Und so habe ich wie beim Einfahren angetippt und so war es dann recht gut. Dieser Kurs schalten wir auf Mais abfahren, so L12. Jetzt macht er mir nicht so, wie ich will. Ja,
Schaut an, Strich Feld 12. Jetzt frage ich mich noch gerade, wieso er. Ja, vielleicht ist war das, weil er nicht ganz voll ist oder war. Weil normalerweise, hier sieht man die Planen auf automatisch und normalerweise schließt er die Planen, das hat er jetzt auch nicht gemacht. Ich würde sagen, wir schalten den Helfer gleich wieder ein oder können zuerst gut schauen, wo er ist. Und jetzt steht das Güllenfass im Weg. Nein, eigentlich nicht ganz. Wir löschen das wieder. So. Ach, seit wann kann der Mais in die Schaufel laden? Sehe ich jetzt auch gerade das erste Mal. So, ich würde sagen, Helfer ein. Es kann natürlich sein, dass es das nicht geht. Wegen dem, weil es nicht der richtige Helfer ist. Aber wir probieren das Ganze jetzt einmal. Also weil ich vielleicht mit Kurzplay den Helfer einschalten hätte müssen. Ja, ich glaube, wir müssen das noch selbst fertig machen. Dann sparen wir auf den Hacker. Weil so dauert das zu lang. Oder, ja, ich kann mit dem Traktor wahrscheinlich nicht einstellen, wegen dem Häcksel, so wie es aussieht. Jetzt machen wir hier noch das Auge weg. So. Ja, schreibt mir noch in die Kommentare, ob die Qualität des Videos jetzt besser ist oder nicht. Wenn nicht, werde ich weiterhin mit Brandycamp aufnehmen. Und sonst werde ich OBS behalten. Ich habe zwar sehr viel Gutes über OBS gehört. Ich weiß nicht, ob ich beim SRS den Lolo Game Record behalten soll, den ich bis jetzt habe, oder auch auf OBS umstellen. Auch das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, welche das bessere Qualität hat. Sehe zwar mit Brandycamp läuft die Aufnahme ein bisschen flüssiger, habe ich jetzt das Gefühl, also von den FPS her. Aber auch nicht viel. Im Moment habe ich etwas bei 20 FPS bei Brandycamp. Nein, da weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall hatte ich mehr. Frag mich nicht, wieso das so ist. Noch, wenn wir ihn verkaufen. Der gibt noch 22.000. Ja, das würden wir dann auch noch brauchen.
Ja, ich hatte noch einen Kommentar beim ersten Video, dass ich noch einen neuen Spielstand aufmachen soll. Das werde ich jetzt mal lassen. Hätte ich eigentlich schon länger erzählen können. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Spielt eigentlich keine Rolle, weil jetzt es geht dann langsam. Wird es sicher vorwärts gehen. Wird halt ein bisschen noch Meisterbau gemacht. Aber das ist halt so. Ja, es ist heute Samstagabend. Ich wollte eigentlich heute ein bisschen mehr Videos aufnehmen, doch ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe mit dem Aufnahmeprogramm herumprobiert. Habe ich heute Abend hingebracht, zwei Videos aufzunehmen. Und beide sollten, also das eine ist 15 Minuten und das zweite wird auch 15 Minuten lang sein. Also eine halbe Stunde habe ich aufgenommen und sonst habe ich den ganzen Abend herumprobiert, etwa 3 Stunden. Aber zum Glück ist morgen Sonntag, habe ich noch ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Und mein Ziel ist es, 7 Videos am Schluss zu haben, so dass ich das nächste Mal am Freitagabend aufnehmen kann, weil durch die Woche durch, da bin ich, dass ich Zeit habe. Um das geht. Ja, jetzt kommt er. Oder auch nicht. Jetzt hat er. War den Laden. Der Ladewagen schon zu weit weg. Was könnten wir eigentlich noch verkaufen? Das Auto könnte man theoretisch noch verkaufen. Und der hinterste Fahrzeugunterstand. Und der Rest brauchen wir eigentlich. Aber wir werden dann sehen, ob es für den neuen Häcksler reicht. Und wenn es nicht reicht, können wir dann immer noch etwas verkaufen. Ja, ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. Ich danke euch fürs Zusehen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann drehen wir hier noch kurz eine Runde. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.